Am Ende der Hanauer Landstraße landete mit dem Kokon ein UFO, das die Welt bisher noch nicht gesehen hatte. Freaky Wandgestaltung, Videoanimation, die Kokon-Dances, die mit aufwendigen Kostümen und anmutigen Gogo-Einlagen die Menge zum Staunen bringen. Großartige Lineups wie zum Beispiel am heutigen Abend der Producer, Keyboarder und Sänger Eric D. Clark bringen die Mengen stets zum Schwitzen. Auf jeden Fall ein Besuch wert, der Kokon-Club in Frankfurt.